Hallo und willkommen zurück beim Widerstand. Terminator Resistance heißt es heute wieder zusammen mit dem Ben. Hallo Ben. Lock and load. Servus Leute. Lock and load und looten und leveln, das bringt er mir ja in jeder Folge bei. Das werden wir ja auch schön machen. So ist es. Wer ist der Looter King? Du bist der Looter King. Na, du machst mich zum Looter. Naja, ich bin höchstens Prinz, du bist der King. Okay, das kann man so stehen. Der Prinz lernt noch was vom König. So. Nee, auf jeden Fall untersuchen wir hier die, da steht's ja auch rechts, die Außenposten des Widerstands. Ich glaube, da gab's drei von, das war jetzt hier einer. Und mehr, würde ich sagen, war hier schon nicht mehr. Hier müssen wir wieder raus, ich kann's mal auf der Karte zeigen. Das war das erste Häuschen und dann gibt's hier, hat auch jedes ein Speicher. Ah, da sind noch mehr, vier. Da muss ich nochmal gucken, also das Gebiet ist gerade nicht so klein, aber da komme ich ja eigentlich her. Vielleicht, wenn du ein bisschen rauskrollst, sieht man's vielleicht besser. Also hier oben ist die Neben... Was? Ja, Nebenziel ist immer blau. Werkzeug muss ich noch besorgen. Ein Hündchen haben wir gefunden. Das ist vielleicht... Kann das als Spielzeug durchgehen? Für den kleinen, ich glaube, Markiser oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir uns den noch zu so einem Turbo-Mega-Schäferhund hinziehen. Wäre auf jeden Fall, lässig. Also Spielgefährte ist es auf jeden Fall. Wir bleiben auch heute wieder ganz ruhig. Und ja, gehen jetzt mal raus. Was habe ich eigentlich gerade für eine Waffe? Ah ja, die. Okay. Also mit der M16 im Anschlag. Aha, ja, sehr gut. Was bröckelte denn hier gerade? Willst du es wirklich wissen? So. Ha! Und er rennt wieder direkt in die Gegnermasse. Aber ich habe doch hier schon alles... Moment. Ha! Ja, die scheinen respawned zu haben, ne? Und sowas. Jetzt gibt's Ärger. Kleine Spinnen. Ja, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Oh. Manchmal sieht man sie auch nicht. Schon direkt da. Immer mal gleich nachladen, alte Shooter-Krankheit. So. Also zu meiner Theorie, dass wir selber ein Terminator sind, auch diese Warnmeldung, was immer kommt, dieses Dut-Dut-Dut, ist ja auch nicht wirklich menschlich, ne? Ach, das ist doch Quatsch, die Theorie. Also was wäre denn das für ein Blödsinn hier? So. Im Übrigen, das wollte ich schon die letzten Folgen mal sagen, falls man es nicht sowieso in der Aufnahme sieht, es spielt sich auch butterweich, ne? Das ist der Vorteil an so Double-A-Titeln, die nicht so die... Ich habe was gehört, deswegen. Hier sind überall Geräusche. Double-A-Titeln, die nicht so die allerfetteste aktuelle Grafik haben oder was, aber eben auch keine schlechte, möchte man an der Stelle auch nochmal sagen. Oder ich möchte sagen, es spielt sich einfach butterweich, ne? Es... Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wer es schon mal selber erlebt hat, wenn man so ein hochgezüchtetes Spiel spielt, dann ist doch manchmal ein bisschen schwammig mit der Steuerung, aber hier geht alles super flott. Ja, also... So mein Eindruck. Wenn es nicht so grafikhungrig ist, das ist immer vom Vorteil. Wenn die FPS dann auch stimmen und so. Das macht schon viel aus. Da ist was. Da läuft eine Ratte oder sowas. Was ist das denn? Ja, mach's tot. Vielleicht kann man es essen. Oder hat er das nur nicht... Nee, das ist kein Terminator. Hast du es auch gesehen? Ja, ich hab's gesehen, da hat was gekrabbelt, ne? Ganz klein, ne? Ja, vielleicht ich weiß, ich hol's. Vielleicht ist es ja eine Katze, weißt du, passend zum Hund. Okay, dann müsste der Hund jetzt ausschlagen in meiner Tasche. Den trage ich ja immer noch mit mir rum. Da waren zwei Kisten. Ne, ist eine Ratte tatsächlich. Mach's tot! Ach, hör doch auf, Mensch. Das ist ein Bring's Tier. Um! Ja, aber... Essen, Apokalypse und... Ne? Also ich werde nichts sagen, aber da waren glaube ich zwei Kisten an dem Truck, oder? Ja, Moment, hast du beide gelootet? Eigentlich bin ich schon viel zu weit gegangen. Ich wollte erstmal hier noch ein bisschen rumlaufen. Ach, hier waren wir ja schon. Hier war Big Jeffs, oder wie hieß es? Big Jeffs, genau. Ja, Big Jeffs. Was mir selber. Oh, war ich hier schon drin? Oh! Stoffe. Immerhin. Geil. Ich brauche Stoff. Hier war ich auch schon. Ist trotzdem Stoff. Wo war es mir denn aufgefallen? Ach, guck mal, hier wäre die Stelle gewesen, wo ich von den Bahngleisen, glaube ich, runtergekommen wäre. Guck mal nochmal. Mhm. Hier oben war ich schon, da hat er gespeichert. Tut er hoffentlich also wenn, jetzt wieder. Wenn die Gegner respawnt sind, war hier nicht so eine Megadrohne mit MG auf dem Kopf und so? Da vorne waren zwei, ne? Mhm. Nee, die sind hier hoffentlich nicht respawned. Dann wären in die Richtung mindestens... Hier war eine Spinne, glaube ich, und da hinten waren zwei Drohnen. Also das hat er sich gemerkt. Okay, immerhin. Wo war denn das, worauf ich jetzt hinaus wollte? Hier war irgendwo so Graffiti-artig was. Habe ich vielleicht schon wieder verwechselt? Naja, das. Was steht da? Was?
Okay, mal klein machen hier. Eine, zwei Drohnen und zwei. Ah, da krabbelt sie schon fleißig. Aber noch hat sie mich nicht gesehen. Ja. Jetzt hätte ich gern irgendwann mal so eine Sniper. Was steht hier? The bigger they are, the harder they fall. Ach, fall, ja. Warum kann ich entscheidende Worte immer nicht lesen? So, hier ist doch keine Tür mehr, oder? Hier geht's nicht rein. Ja, da, aber da muss ich dem Spiel allerdings recht geben, ne? Umso größer sie sind, umso tiefer fallen sie. Ja, das gilt auch für mich als Star-YouTuber. Irgendwann geht's mal richtig bergab. Oh! Oh! So. Also, wo sollte ich hin? Was meintest du, wo bin ich dran vorbeigelaufen? Bei dem Truck waren, jetzt hier, also rechts an Truck, da wurde die erste Kiste aufgemacht, also jetzt links, hinter dem Truck sozusagen. Noch eine. Da, ja, siehst du, mit Dietrich sogar. Ah, wieder ein Spielchen hier. Oh. Ja, sehr gut. Gewehr, Pistole, Schrot, Medikit. Wie viele Medikits habe ich inzwischen? 12. Jetzt wissen wir, was der Spielsatz Fehl in seiner Freizeit macht, mit Dietrichen rumhantieren. Okay, ich könnte auch... Jetzt muss ich nochmal hier gucken. Hier war alles zu. Ne, hier ist auch nicht alles zu. Ich guck mal hier. Ich bin immer so inkonsequent, ne? Ich will mir immer alle Enden angucken und dann entscheide ich mich für ein ganz anderes, was ich vorher noch gar nicht gesehen hatte. Und dann entscheidet er sich für die Sackgasse. Oh, guck mal. Zwei Crawler. Uzi! Wenn die denn kommen? Wenn von da nichts. Dass die so na, guck die mal ist vielleicht an, ne? Entscheidender, ne? Oh. Die Frage ist halt, ob die es mitkriegt, wenn du die zwei Kleinen zerlegst, ne? Genau, das ist nämlich die Überlegung. Ich schleiche mich jetzt hier ran. Shotgun for the win. Meinst du, so aus der Nähe? Na, die haben dich eh schon gesehen. Da muss ich aber näher ran. Na gut, du willst es sehen. Der Zuschauer... Oh yeah. Die haben noch gar nichts. Sehr geil. Mich jemand gesehen? Nein. Jetzt laden wir nach. Er lädt wirklich nicht durch. Aber zwischen jedem Schuss macht das tatsächlich da. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Da haut er gut durch hier. Ich bin gespannt, wann das mit diesen Chips losgeht. Ich glaube, das hat was mit den Laserwaffen zu tun, die ich später kriege. Ja, das denke ich auch. Die futuristischen Waffen. Das ist übrigens mal ein gutes Thema, was ich ansprechen wollte. Oh. Colin, wir wollen uns unterhalten. Sei doch einmal leise. Was? Neue Mission? Ich habe da noch nicht mal die alte erledigt. Jetzt machen wir mal gleich die Spinne. Also, die Sache war die. Ich habe früher, da habe ich wirklich Terminator an sich nicht so sehr reflektiert. Da habe ich einfach nur die Filme geguckt und noch nicht so drüber nachgedacht. Aber ich dachte immer so, ja, Zukunft, sie haben Plasmawaffen und so. Und später ist mir erst klar geworden, das haben ja natürlich überhaupt nicht die Menschen entwickelt, denn die haben ja auch keine Chance mehr, irgendwie Technologie weiterzuentwickeln. Das hat ja Skynet entwickelt und den Menschen ist es dann praktisch in die Hände gefallen, wenn sie mal ein paar Terminator erledigt haben. Ne? So muss das ja logischerweise sein. Ja, anders kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ne? Weil ich denke nicht, dass die Menschen zu dem Zeitpunkt in irgendeiner Form die Möglichkeiten hatten, sowas herzustellen. Genau. Und in dem Zusammenhang, die hat das immer noch nicht gemerkt. Nö. In dem Zusammenhang kann man sich halt überlegen, wäre es nicht schlauer gewesen, von Skynet irgendwie nur Waffen zu entwickeln, die für einen Terminator wirklich unschädlich sind. Also allein sind sie ja schon sehr viel resistenter gegen altmodische Projektile und sehr viel anfälliger gegenüber Laserwaffen, würde ich sagen. Oh. Und was ist, wenn er nur so Waffen produziert hätte, die irgendwie, weiß ich nicht, radioaktives Zeug verschießen, weißt du? Da lacht ja so eine Blechbüchse drüber, aber der Mensch krepiert dran. Ja, aber ich glaube, dass es auch, dass die Maschinen sich da sehr, sehr überlegen gefühlt haben und niemals damit gerechnet hätten, dass die Menschen solche Waffen in die Hand bekommen. Das stimmt, das ist auch ein interessanter Punkt, den du da nennst. Denn ich habe damals den Roman zum Film zu Terminator 2 gelesen, weil ich halt alles... Was, heilen? Oh, tatsächlich. Weil ich halt alles aufgesaugt habe von Terminator. Und da war so eine Szene beschrieben, wo, ich glaube, John selbst entschieden hat, eine Gruppe Kinder zu opfern in irgendeinem Manöver, um den Krieg zu gewinnen. Also eine Schlacht umzulenken, um den Krieg zu gewinnen. Und das fand ich schon auch moralisch sehr interessant, diese ganzen Überlegungen, ja. Schon krass. Und das, ja, ist auch, heftig, genau, was man im Krieg alles tut, ne? Und das genau aus dem Grund, nämlich, Skynet...
Also da haben sie sozusagen Skynets Logik ausgetrickst. Für ihn war das völlig unlogisch, dass solche Manöver durchgeführt wurden. Ich gehe mal wieder hier zurück. Und deswegen haben sie eine Chance gehabt, sich am Ende irgendwie zu behaupten. Also sie mussten praktisch unlogisch handeln, so ein Stück weit. Ja, oder so eine Logik entwickeln, die nicht durchschaubar ist für eine KI. Mhm. Ups. Ja, weil die KI, die lernt ja im Prinzip die ganze Zeit von den Taten der Menschen, wie sie sich verhalten etc. und passt sich dementsprechend an. Das ist der nächste interessante Punkt. Du bringst hier die richtigen Stichworte gerade. weil es findet ja auch ständig so eine Evolution statt, ne? Also sowohl in der Entwicklung, dass die Terminatoren und alles immer besser werden. Hier ist er. Als auch die KI, die lernt, wie du gerade sagst. Also das ist, wenn man so drüber nachdenkt, furchtbar interessant. Oder flog eine Drohne. Zwei. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite ran, an die Spinne. An die große. Ja, gibt's denn hier noch? Oder du umgehst die Spinne einfach, wenn du sie nicht unbedingt zerlegen musst. Wenn der Spot zu hot ist. Ich will alles erledigen hier. Er will it volle Kanne. Da hinten geht's auch weiter. Mann, ey. Jetzt hol dir die Spinne! Ja, wir müssen doch hier... Oh. Ah, da hinten scheint auch noch ein Behälter zu sein, den habe ich gerade aus dem Augenwinkel irgendwie gesehen. Ups. Da ist sie schon rot. Wo ist hinten gerade? Was du also geradeaus durch, im Prinzip durch dieses Stahl-Beton-Gedöns okay. Dort. Sagst du mir, wenn ich da bin? Ja, im Prinzip geradeaus durch gerade. Da sieht man es schon leuchten. Hinter. Wo ist sie? Da ist sie. Müssen wir mal probieren, ob hier ein Bömmchen geht, oder? Jetzt. Ja, ich mach ja schon. Scheiße! Oh Gott, direkt vor dir! Mann, so ein Kack. Was, ich bin gestorben? Ja, das war eine Granate, was hast du erwartet? Ja, ich war doch schon ein Stückchen weg wieder. Ah, das ist dumm gelaufen. Ja. Okay, der erste Tod. Plasma Behälter geschossen. Ah, oh, Mann. Da war ein Plasma Behälter? Hab ich gar nicht gesehen. Hier. Hab ich doch. So. Da hab ich die ganze Zeit davon gesprochen. Ah, guck mal hier, die kleinen Spinnchen sind weg. Das hat er alles gespeichert irgendwie. Ja, scheint so. Okay, müssen wir mal gucken. Also jetzt, wenn die Spinne nach links läuft, da ist dann der Plasmabehälter. Ah, ich sehe ihn. Ja, ich habe ihn gerade irgendwie ganz blöd übersehen. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Wo ist sie denn? Hier vorne schon? Schieß! Ja, sehr gut. Bam! Sehr gut, Junge, sehr gut. So, die ist weg. Das ist eine richtige Taktik. Da hinten fliegen die Drohnen. Ja, und dann sind noch zwei Crawler irgendwo da in der Nähe, ne? Ja, die kleinen, ne? Erstmal die große hier looten. Schön leer looten, so ist es richtig. Gewehr, Elektroteile, Altmetall, Chip. Okay. Ja, aber irgendwie da, so da richtig eine. Altmetall und so braucht man noch gar nicht, ne? Scheint noch gar nicht so wichtig zu sein. Ja, mal schauen. Ich bin mal gespannt im späteren Spielverlauf, ob einem da die Ressourcen eher dann zur Neige gehen. Und ehrlich gesagt, ob es dann mal ein paar mehr Kämpfe gibt, weil bisher war das noch harmlos. Ich bin zwar jetzt krepiert ganz elendig, aber so, man wird noch nicht von allen Seiten attackiert, ne? Man kann noch in Ruhe sich die Gegner zurechtlegen und alles. Er ist so ein bisschen Guerilla-mäßig noch, ne? Man ist eigentlich. Durch die Häuser durch und so. Also. Man ist eigentlich auch OP mit diesem Scan-Modus hier. Ja, muss man mal sagen. Fall. Also, den man von Anfang an einfach mal hat, ja? Ja, die Ausrüstung scheint relativ gut zu sein. Bams. Vor allem, man kriegt halt auch die krassen Waffen gleich am Anfang, ne? Shotgun, M16. Ja, wobei... Oh, da kommt einer zum Nachgucken, guck mal. Tja. Wobei das wahrscheinlich im Verlauf des Spiels dann... Oder später die harmlosen Waffen sind... Ja, ich denke mal, später werden ja auch dann die großen Terminatoren kommen. Genau, bisher haben wir ja noch gar keinen T-800 irgendwie gehabt, außer in der Anfangssequenz. So ist es. Und wenn wir die erstmal haben, vielleicht sind die hartnäckiger. Ah, oh, da hat er direkt den Loot gesehen, so ist es richtig. Oh, die trich einfach. Okay, kann auch nichts passieren. Da ist er kaputt. Oh, aber es hat sich doch gedreht. Ja, aber es ist halt hängen geblieben, ne? Ja. Das ist so zwischen 2 und 3, glaube ich. Wie kannst du das denn sehen? Ja, weil du bei 2 warst und da hat sich's ganz gut gedreht. Noch ein bisschen weiter, ja. Jetzt siehst du. Ich sehe das, ich erkenne das überhaupt nicht. Ich sehe schon, dass es sich ein bisschen, dass es so wackelt und sowas, aber dass du immer gleich sagen kannst, welche Uhrzeit genau, finde ich erstaunlich.
Ja, wie gesagt, ich habe sehr viele Dietrich in anderen Spielen zerstört, von daher muss man sich das sagen. Ja, guck mal, was du kriegst. Und hier ist ein neuer. Ist nicht ganz so schlimm. Von daher gewinnt man sich das irgendwann an. Okay, also es ist... Die Zeichen zu lesen, ne? Es ist die Folge mit dem ersten Tod und mit dem ersten kaputten Dietrich, das ist doch in Ordnung. Ja. Noch läuft. Das kann man doch mal machen. So, hier ist jetzt... Oh, da geht's auch noch rein. Ich will sliden. Oh. Ey. Das war praktisch geslidet. Speichern kann ich. Cool. Was ist das? Eine Kiste? Pistole, Gewehr. Mit Munition. Aha. Warum nicht? Speichern schadet nie. Wo nicht überall Munition drin ist, ne? Werkbank. Pff, so. Oh. Also, du hast in der einen Folge gesagt, es gibt diesen Punkt hier, ne? Hat man ja auch gerade wieder gesehen. Aber leuchten tut's trotzdem. Irgendwie haben sie beides gemacht, ne? Ja, so doppelt gemoppelt hält besser. Vielleicht für die ganz Blinden, weißt du? Also für mich, wieder mal. Zum Beispiel. wollte ich es jetzt nicht sagen, aber wenn du gerade das erwähnst, ne? Was magst denn du lieber, den Punkt oder wenn es leuchtet? Ich mag es nämlich lieber, wenn der Punkt kommt. Also ich persönlich finde es spannender, wenn es nur ein bisschen leuchtet, weil da musst du dich trotzdem ein bisschen bemühen und suchen. Mit dem Punkt ist es halt schon sehr einfach gestaltet, finde ich. Ich hätte umgekehrt gedacht, dass das Leuchten einfach... Was? Oh nein! Ha, du hast die Ratte zertreten! Nein! So. Offiziell. Oh, guck mal, Handelsware, Handelsressource. Was? Ja, und 10. Es gibt 10 Handelsressource. Also ab sofort werden alle Ratten erledigt. Nein! Doch, tu es! Bringt mich nicht für die Wissenschaft! Tiere zu töten. Oh, Pazifist mehr, Olli. Ja, warum nicht? Du bist hier in der Postapokalypse mit Maschinen und allem, was dich töten will. Also es gibt ja das Schimpf, was inzwischen leider ein Schimpfwort geworden ist, Gutmensch, aber ja. Da hat doch Kalkofe mal gesagt, lieber Gutmensch als Arschloch insofern. Nicht wahr? Ich lasse die Ratte leben. Und ich habe auch kürzlich mal irgendwo im Internet als Kommentar das Gegenteil gelesen, hat jemand von Schlechtmenschen gesprochen und das Wort fand ich gut. Ich finde, das sollte man genauso aufnehmen, dass es Schlechtmenschen gibt, diese ganze Hasskultur und sowas alles, weißt du? Ja, vor allem im Internet ist ja die Hasskultur extrem hart verbreitet. Ne? Eben. Sowas muss man doch auch nicht haben, also. Ja. So, mal kurz scannen hier. Da fliegen sie noch. Wo will ich eigentlich hin, so kartenmäßig? Naja, doch, ich bin... Geht warte in mal, beide Richtungen, ne? Hier ist doch... Ach, das sagt ja, nur aus, dass ein Speicherpunkt ist. Alles klar. Mhm. Weil dann hier ist kein jetzt Plasma. Das ist jetzt die neue Nebenmission. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hieß. Skynet Plasma Lager. Alle Außenposten von Skynet werden mit Plasma betrieben. Ach so. Ich habe eine Gegend gefunden, in der Skynet die Errichtung von Gebäuden plant. Oh. Ich bin mir sicher, mit der Zerstörung dieses Plasmaspeichers könnte ich ihren Vormarsch stoppen. Okay. Plasmalagerbehälter zerstören. 0 von 3. Ach, das sind mehrere auch noch. Also, mal gucken. Mächtiges Badaboom. Ja, das werden wir veranstalten. So, ist hier was drin? Oh, eine Tasche. Ah, ne, ein Koffer. Tasche? Achso. Oh, hier liegt einer, den sieht man ja kaum. Och, guck mal an. Oh, der. Die sind nicht mehr so blitzeblank, ne? So ein Skelett sieht dann halt nicht mehr so komplett weiß aus irgendwann, sondern... Oh, ja. Denke ich mal. Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht aus erster Hand, aber okay. Ich wollte gerade sagen, du musst der Spezialist dafür sein, wenn du dich da so gut auskennst. So, Gewehr, Medkit, das 13. Okay. Ich höre hier ständig diese Geräusche. Ist das nur der Wind? Da sind die Drohnen, okay. Da Drohnchen. Die sind da irgendwo drin. Dann gehen wir erstmal hier außen lang. Und der läuft direkt in die Patrouille. Das wäre eben lustig. Wir umgehen sie. Zack. Die Sache mit so einem Scan-Modus, man nennt es ja in Spielen auch Detektiv-Modus, ist die, man möchte ihn irgendwie auch nicht... Oh. Achso, Plasmabehälter. Man möchte ihn nicht ständig benutzen, ne? Das ist dann auch dumm. Also ich finde, das nervt dann auch. Mich selber noch am wenigsten, aber ist vielleicht für den Zuschauer ein bisschen blöd, wenn man sich da immer einfach macht. Oh, wenn es vielleicht beim Plasmabehälter... Ah, das war vielleicht ein bisschen früh, oder? Links von dir hat da noch irgendwas geleuchtet. Ja. Was du alles siehst. Ich hab's tatsächlich auf der Minimap gesehen. Okay, achso. Ah, auf die gucke ich ja auch am allerwenigsten. Aber ja, ich hab halt Zeit, ne? Ich kann hier reinschauen. Er hat Zeit. Elektroteile, Energiezellen, Skynet-Chip. Achso, im Übrigen, hier mal so ins Inventar geguckt. Guck mal, der Rucksack ist im Grunde voll. Da wird jetzt schon nur noch gestapelt, ne? Ja, stimmt.
Möchte ich auch mal darauf hinweisen. Aber bis jetzt hast du auch noch nichts gefunden, was du nicht stacken kannst. Von daher ist noch alles im grünen Bereich. Ja, genau. Es kam, glaube ich, relativ neu. Was kam denn dazu? Der Sprengstoff war das letzte, was neu dazu kam. Wenn jetzt noch irgendwas Neues kommt, dann geht es irgendwann. Müsste man sich halt entscheiden, irgendwas wegzuschmeißen vielleicht. Ja. Und ich muss... Das ging alles noch. Ich muss unbedingt die zweite M16 mal verkaufen bei Gelegenheit. Die nimmt mir natürlich Platz weg. Und ich stelle gerade fest, das ist wie bei Resident Evil, ne? Dass das hier praktisch zwei Plätze sind, die großen Waffen, würde ich mal sagen. Die großen Waffen zwei, ja. Genau. Nicht, dass ich jemals Resident Evil so wirklich gespielt hätte, aber mal in Let's Plays gesehen, wie das funktioniert mit dem Inventarsystem. Ja. Also wer jetzt will, dass Spielsatz 2 Resident Evil spielt, 1 bis, was ist es mittlerweile, 7 oder so, der schreibt es jetzt in die Kommentare. Anders, bei 1000 Likes mache ich's. Oder so, ja genau. Bei 1000, wenn das Video 1000 Likes hat, dann. So, hier ist nichts weiter. Da ist ein Werkzeugkoffer mitten auf der Straße. Suchen wir nicht Werkzeug? Moment. Wir suchen erstmal jede Ecke ab hier. Toilettchen. Ziemlich vermoderte Toilette. So, wir waren hier schon überall, genau. Hier schließt sich der Kreis. Das ist nämlich der Grund, warum ich nicht Open World spiele, weil ich alles gesehen haben will. Und das würde ja ewig dauern bei Open World, also, beziehungsweise wäre ausgeschlossen. Genau, bei einer richtigen Open World, ich glaube, da ist es ziemlich heftig. Ja. So, wo meintest du, ist dieser Behälter? Du bist schon zweimal dran vorbeigelaufen, aber ich glaube, der hat keine Funktion. Ich meine nur, weißt du, wir suchen Werkzeug, ja. Du meintest genau, mitten... Ach, den meinst du? Okay. Ja, ja, das ist ein großer Werkzeugkarren mehr. Weil du sagtest, mitten auf der Straße, ich dachte hier draußen irgendwo. Ach so, ja, ja. So, sag mal, käme ich überhaupt zurück zu dem Jungen? Ich bin doch hier irgendwo in das Gebiet reingekommen, hier unten, glaube ich. Ja, man sieht gar kein Ausgangssymbol, ne? Ne? Wahrscheinlich musst du erst die Hauptmission beenden, damit du wieder zurück bist. Genau, ich habe halt auch keine Schnellreise oder so. Ich gehe irgendwie davon aus, dass dieser Hund als Spielzeug durchgeht für den kleinen Jungen. Was ziemlich verquer ist, weil überleg mal, wie lange wir jetzt diesen Hund schon in diesem Rucksack mit uns rumtragen, ohne dass er in irgendeiner Form Luft bekommt. Aber hey, wen interessiert es anscheinend? Ich habe dieses leise Winseln auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, ne? Also wenn es anfängt zu riechen, müssen wir uns einen neuen Hund suchen. Hier ist was drin. Was ist hier drin? Nichts. Ist gar nichts in der Ecke. Na toll. Jetzt ist halt die Frage, was du zuerst machen willst, in welche Richtung, ne? Na, ich wüsste halt nicht, wo ich noch... Wir gucken es uns mal an. Wo ich noch ein Spielzeug suchen sollte, weil es gibt nur noch Werkzeug, die Werkzeugmission, ja. Dann gibt es die Plasma-Lager-Mission und dann gibt es die Hauptmission. Ja, da wird der Hund wahrscheinlich für den Jungen sein. Das deswegen, ne? Gehe ich davon aus, so ist hier was. Washing Machines. Laundry Service. Aha. Okay. Also wenn du mal 20 Cent übrig hast, ne? Kannst du hier deine Wäsche waschen gehen. Oh, was ist denn das für ein Tor? Ich habe gerade überlegt, war ich hier schon? Nein. An der Stelle war ich noch nicht. Wo kam... Ich kam hier mal raus. Oh, da gehe ich auch gleich rein. Hier kam ich mal raus. Genau, hier habe ich die Spinne gemacht. Also da. Die große Spinne. Oh, guck mal einer an. Da modert noch einer. Eine Sporttasche wieder. Altmetallstoffe, Verbindung. Ah, die Stoffe sehen noch so ein bisschen wie alte Unterhosen aus, ne? Hab nicht auf die Bilder geguckt, aber bei chemischen Verbindungen denke ich immer, es wäre lustig, wenn sie nicht neben chemischen Verbindungen auch Hieb- und Stichwerkzeuge als Loot gemacht hätten. Das würde dann wieder zum Film passen als Zitat. Oh, warum nimmt man da nicht alles mit? Flaschen können wir doch immer brauchen. Stoffe, Schuhe. Schuhe! Brauchen wir mal gerade nicht. Ja, die Lady daheim, weißt du, mit ihrem kleinen Bruder vielleicht. Die Jennifer. Ja, die gerne, ja, heißt die Jennifer. Okay, ich hab den Namen schon wieder vergessen. Ja, Jennifer hieß sie. Oh, hier geht's noch hoch, Mann. Das ist ja wieder Pistolenmuni. Hier kann ich mal durchkloppen. Altmodisch klöppeln. Du kannst Holzplatten zerstören, weist es mich gerade nochmal drauf hin. Aber chemische Verbindungen. Sehr gut. Hier gehe ich irgendwie noch nicht weiter. Aber der Rasenmäher sieht auch noch top aus. Da ist eine Spinne, ja. Oh, die hat mich fast gesehen. Siehst du die Anzeige da oben? Erstmal wieder runtergehen lassen. Oh Gott, ich gehe mal hoch hier. Relax. Vielleicht kann ich so gut von oben erleben. Alive. Just checking.
Da wäre es jetzt auch wieder cool, snipern zu können. Von hier oben die Spinne wegsnipern. Was? L.A. Pulse? Ist wieder eine Nachricht, oder? L.A. Pulse, Freitag, 29. August 97. Schlechter Tag, würde ich sagen. Nachrichten aus aller Welt. Kann ich noch runterscrollen? Nein, das ist alles. Als ein Sprecher des russischen Ministeriums für Atomenergie zum Ursprung der seismischen Aktivitäten auf einem russischen Versuchsgelände für Atomwaffen vor 2 Wochen befragt wurde, antwortete er nur: Ich weiß nicht, welche seismischen Aktivitäten Sie meinen. Russland hat alle Atomtests freiwillig eingestellt und hält sich auch weiterhin an diese Entscheidung. Das war der Versuch, den russischen Akzent nachzumachen. Mache ich auch nur einmal. Nee, da musst du jetzt dranbleiben. Oh nein. Also ich finde, dass du jede Nachricht im russischen Akzent durchziehst. Ja, klar. Du hast dich gerade gemutet und totgelacht wahrscheinlich. Vielleicht ein bisschen. Ja, vielleicht ein bisschen. So. Komm. Ja, schnapp dir die Bottle. Nichts mehr, oben geht's noch auf. Ja, da sind nur alte Unterhosen drin. Get the bottle, Chuck. Give me that bottle. Drink again. So, was haben wir hier noch? Noch ein Dietrich. Naja, ja, brauchen wir schon keine mehr herstellen. Ich jetzt schon wieder 6 haben oder so, nachdem mir einer zerbrochen ist und ich schon wieder 2 gefunden habe. Oh, chemische Verbindungen. Mhm. Handelsressource. Ist auch so allgemein, ne? Handelsressource. Was soll das bedeuten? Wollen das andere haben? Kann ich daraus nichts machen? Ja. Scheint so. Seife kann man immer brauchen. Die sollte eigentlich mehr wert sein als 10. Seife ist natürlich in der Zukunft wahrscheinlich begehrt. Ja. Aber wir haben noch nicht einmal Toilettenpapier gefunden. Überleg mal, wenn du Toilettenpapierhersteller wärst und die Welt würde untergehen, du wärst der reichste Mensch der Welt. Wenn du das alles bunkern würdest, wer braucht kein Toilettenpapier? Es sei denn, die Chinesen haben überlebt, dann ist es schlecht. Oh, warte mal. Ja, so. Vielleicht von oben kannst du echt wegreapschen, wenn du... Da steht ein Turret, oder? Mit den Dingern da, oder was? Nee, von oben einfach runterballern. So. Ja. Aber mach nochmal die Vision an. Ich glaube, auf der rechten Seite ist ein Schild. Ja, da ist so ein... Oh, da steht Plasma. Oh. Ah, es ist schwer, da drauf zu bleiben. Ich bewege eigentlich die Maus jetzt überhaupt nicht mehr, wenn ich einmal drauf bin, aber... Na komm schon! Ja, ohne Fadenkreuz ist dann doch nicht ganz so geil in dem Modus, ne? Ja, andererseits komme ich nicht ran. Also wenn ich die... Sag mal, das fliegt ja hier alles in die Luft, wenn ich da einmal drauf halte, oder? Hast du eigentlich recht, ja. Also wenn der Spider da drüben ist, dann... Mach ich's. Dann ist maximal noch das kleine Viech da übrig. So, aber mit dem Plasma-Turret willst du dich, glaube ich, nicht anlegen. Oh, es brutzelt schon. Okay. Na komm. Ja, wo ist er denn? Ach, der hat ja noch Energie. Ja. Alles klar. Da hinten ist noch eins. Die Spinne. Scheiße. Du bist. Oder? Ja. Weißt du? Ja. Aber nicht, dass er jetzt die Treppen hochkommt, weil dann ist ein Problem. Hier unten ist schon der Kleine. Erstmal will ich sehen, dass die in ein Gebäude reinkommen. Damit fängt ja alles an. Der läuft da unten relativ entspannt durch die Gegend. Ja, oder zumindest weiß er nicht, was er machen soll. Gib ihm hart, ich glaube, er sieht dich nicht. Er kann nicht nach oben schießen, der Dumme. Er kann irgendwie noch gar nichts. Tja, jetzt ist nur der Kleine am... Oh, da hinten ist noch Leben. Einer. Oh, da gibt's dann ordentlich Loot. Vielleicht kriegst du aus der Plasma-Turret eine Plasma-Kanone. Oh, ich kann sogar hier raus. Ups. Fallschaden? Fragezeichen? Nein. Gewehr, Altmetall, Skynet-Chip. Okay, ich gehe mal hier hinten rum. Du meinst aus dem Turret hier, ne? Das Turret lebt noch. Wow. Mach's es brutzelt so ein bisschen. Ich muss hier noch. Fällt ja, aber mach das so Turret auf. Doch platt. Oder willst du, dass es auf dich ballert? Ich, mach dazu. Okay, das war schlau. Da ich sowieso das große Ding erledigen musste. Oh, ich krieg hier nichts raus. Ach, gar nichts? Das beantwortet deine Frage. Ja. Da ist noch eins da drüben. Okay, dann looten wir mal hier rum. Ja. Hier waren halt die kleinen. Altmetall-Chip. Altmetall-Chip. Den hatte ich. Mhm. Oh, ist ja noch mehr. Die muss ich alle machen. Okay. Ja, musst du alle fertig machen. Ja, stimmt. Stand ja 0 von 3. Dann müsste ich jetzt bei... Boah, 3 von 3 sein.
Überhaupt nicht auffällig, Kumpel. Boah, ich hab immer noch so viel Muni in dem Ding. Krass, ich hab doch ordentlich was reingebrezelt in die. Ja, anderthalb. Oh. Anderthalb Magazin, ne? Die Musik gerade. Das beantwortet übrigens auch deine Frage in einer der vorigen Folgen, wo du mal sagtest, hat da jemand geschossen? Das war tatsächlich die Musik, ich hab's mir nochmal angeguckt im Video. Da kam so ein kurzes militärisches so. Ah, okay. Ich dachte schon, ich werde verrückt. Man hätte das echt mit Gewehrfeuer verwechseln können. Okay, das Thema hier ist erledigt. Hier ist dann ausnahmsweise auch mal... Nee, ist auch nicht Ende. Ich würde noch zurückgehen. Ich... Ja, ich gehe auf jeden Fall zurück. Erstmal einen Freudensprung gemacht. Ich wollte sagen, hier ist dann doch Ende, weil die Folge ist zumindest rum. Ich verkrümmel mich mal hier. Zieh mal einer an. Kurz checken, der wird ja wohl hier nicht reinlaufen. Der läuft da hinten rum, der patrouilliert da. Okay, dann, ja, du sagst zurück, dann geht's in der nächsten Folge in die Richtung weiter. Exaktamente. Dann bis dahin, liebe Leute. Tschüss. Ciao.